Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tiny Tina's Wonderlands mit mir, Suicide Cat. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Wir müssen die KOTZ-Gefangenen befreien. Aber die Trollwärter sollen echt zähe Knochen sein. Ja, egal. Ich würde sagen, die befreien wir jetzt einfach. Das ist echt schön. Seltsamer Ort für ein Gefängnis. Uiuiui. Wo sind deine Manieren, kleiner Faulpilz? Pilz des Verderbens! Die sind echt zäh gebrochen. Wow, 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 wow. Trollgefängniswärter. Und boom! 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 Ja, macht nur leider nicht allzu viel Schaden. Alte Schwede. Ich schnapp mir jetzt mal hier die Beine in die Hand und renn mal kurz hier um den Bogen herum. Alter, dass die da auch immer so rumfliegen. Der regt mich gerade ein bisschen auf. Und Bomben schmeißt er auch noch. Alter. Ja, geh ruhig hin, wo es dunkel und feucht ist. Kein Problem. Mein Pilz braucht Hilfe. Kann ich ihn wiederbeleben? Kann ich. Ich muss aber erstmal den Typen hier noch wegkriegen. Also Pilz. Sie ahnen, ein Heiltrank. Lässt du mal meinen Pilz in Ruhe? Alter, das sind echt zähe Knochen. Ich muss durch. Meine Güte! Dein Gesichtsausdruck! Okay, wir wären damit mal hier durch fürs Erste. Sag ich ja fürs Erste, da ist wieder so ein Trollgefängniswärter. Alter, der ein großes Messer. Aber das war's mit dir, du bist Geschichte. Hm. Alles nicht so ergiebig. Wieso bin ich immer in deinem Windschatten? Ja, das weiß ich leider auch nicht, warum ich immer im Windschatten des Pilzes bin. Ich werde dich heimsuchen, wenn ich kann. So. Wir haben noch einen politischen Gefangenen, den wir befreien müssen. Sollten wir hinkriegen. Zack! Wir würden hier draußen alle sterben! Ja, ja. Und die Gefangenen sind endlich in ihren feuchten Löchern in Sicherheit. Oh, ich vermisse mein feuchtes Loch. Aber es gibt noch was zu tun. Weiter zum nächsten. Level up. Sie werden überladen über mich So. Kann ich jetzt? Nein, kann ich nicht. Fähigkeitsschaden. Kritischer Treffer und Gefährtenschaden. Aber jetzt könnte ich theoretisch. Jetzt habe ich nur keinen Punkt mehr. Was? Macht nichts. Es gibt noch was zu tun. Warte mal, da oben war doch irgendwo ein Schusser. Da oben. Ja, keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Von da drüben vielleicht. Wir probieren es einfach mal aus. Ja, das ist wahrscheinlich zu weit. Ja. Das heißt, ich muss weiter hoch. Komme ich da irgendwie auf diesem... Ah, das finde ich doch gut. Ich muss da irgendwie hochkommen. Da ist zumindest schon mal so eine... Da hinten gibt es dann auch noch einen Quest. Schauen wir gleich. Ah, das hätte funktionieren können. Vielleicht hier auf den Stab? Nein,
Ach, keine Ahnung. Lassen wir den Schusser sein. Schauen wir mal kurz in unser Tagebuch. Spiel langsam, jetzt erst recht. Ja, wie auch immer. Noch nicht. Wie wär's mit ein paar Schmiedearbeiten? Das klingt doch super. Hey, ein uralt Claptrap. Claptrap hat eine spannende Leerstelle für dich. Schlage zu, solange das Eisen heiß ist. Ich habe den perfekten Job für jemanden wie dich. Also jemanden, der halsbrecherische, gefährliche Aufträge für praktisch umsonst macht. Gegen etwas mehr Gefahr hätte ich nichts einzuwenden. Okay, worum geht es? Der Schmiedemeister dieser Schmiede, Meister Tonhammer, ist mit einer Lieferung unterwegs. Und ich muss in seiner Abwesenheit magische Ausrüstung schmieden. Aber ich habe ein wenig bei meinem Lebenslauf geschummelt. Ich kann keine magischen Gegenstände schmieden. Aber ich weiß, dass man magisches Erz braucht. Schnapp dir die Spitzhacke, bau Erze ab und verteidige dich gegen wilde Tiere, während ich die schweren Aufgaben übernehme und die Schmiede vorbereite. Na gut, schnappen wir uns eine Spitzhacke? Ja. Ich? Nein, ich habe noch nie ein Schloss geknackt. Aber das schaffe ich bestimmt locker. Gut gemacht, Lehrling. Und jetzt zeig, was du mit der Spitzhacke drauf hast. Okay. Schauen wir mal, was ich mit der Spitzhacke drauf habe. Okay. Egal. Das magische Erz bröckelt herab. Da Tonhammer mir die Verantwortung übertragen hat, bin ich der Meister. Wer es bislang noch nicht getan hat, nennt mich ab sofort Meister Claptrap. Der Himmel fällt herab. Einer davon tötet bestimmt etwas. Ja, leider nicht. Aber den Rest macht unser Pilz und mein Assault Rifle. So, wir brauchen auf jeden Fall magisches Erz für Claptrap. Ich bin ja mal gespannt. Teufel auch. Bist du schon tot? Eine Lösung, damit wir alle wieder gehen können. Und ich gehe am besten weit weg. Und ich gehe am besten weit weg. Okay. Wo haben wir denn noch magisches Erz? Hier. Bisschen was hätte ich jetzt da schon. Schauen wir uns mal die Mine noch ein bisschen an. Hier ist nichts mehr. Schade. Dafür ist da wieder ein Kobold-Tüftler. Die gehen ja so auf den Sack mit ihrem Jetpack. Ich werde dich heimsuchen. Yeah, werde mich heimsuchen. Kein Problem. Damit kann ich leben. So, wir brauchen noch magisches Erz. Da liegt was Interessantes. Nein. Da oben ist noch magisches Erz. Magisches Erz. Ein Haufen fehlt mir anscheinend noch. Na gut, der kann dann ja eigentlich nur da hinten irgendwo sein. Vielleicht. Oder auch nicht. Nee, hier ist er nicht. Da war mal ein Würfel. Hä? Bin ich blind? Vermutlich. Vermutlich bin ich blind. Ja, aber das finden wir schon noch. Wahrscheinlich habt ihr es schon lange gesehen und ich renne jetzt hier gerade blöd im Kreis rum. Hier irgendwo? Nee. Tut mir leid, wenn ich das gerade künstlich in die Länge ziehe, aber ich sehe es tatsächlich nicht. Hä? Bin ich jetzt irgendwie komplett doof? Anscheinend. Ich bin halt ein Kämpfer und kein...
Minenarbeiter. Da war doch Erz, oder? Ja, aber das hatten wir ja schon. Dann war da unten irgendwo Erz, hier irgendwo Erz. Hä? Hier in dem Hügel ist nichts mehr dran, oder? Da wäre jetzt ein Questmarker, der mir genau zeigt, wo das Erz ist. Natürlich sehr hilfreich. Dann müssen wir vielleicht doch nochmal da hoch, oder? Oder vielleicht hier hinten noch dran? Nein, ich gehe jetzt nochmal hoch. Schauen, ob hier noch irgendwo was war. Ah, haha, da haben wir es doch. Okay, Lehrling. Bring das mordische Erz hierher zurück, damit ich an meinem Meisterwerk arbeiten kann. Warum habe ich das Gefühl, dass Claptrap das übelst versauen wird? Ich meine, wir kennen ja Claptrap. Hey, da war auch ein Würfel. Um sie zu verarbeitungsfähige Metall zu schmelzen. Schmilzt das Erz, Lehrling. Schmilzt das Erz. Ja, ich schmelze das Erz. Okay. Jetzt muss ich meine Servomotorenverkleidung hochkrempeln und diesen nutzlosen Schrott zu einer magischen Waffe formen, die den Göttern würdig ist. Oh, das klappt nicht! Nein, nein. Du bist bestimmt nah dran. Du musst nur an dich glauben oder sowas. Oh, der Hammer ist schuld. Meister Tollhammer hat den guten Hammer mitgenommen und das magische Erz ist zu hart für gewöhnliche Werkzeuge. Versuch du es. Benutze dein stärkstes Werkzeug. Okay. Hat er es aber immer gehofft. Wo finde ich diese Ausrüstung, Kumpel? Zum Berg der Verzweiflung! Er heißt zwar anders, aber ich bin verzweifelt. Deshalb nenne ich ihn so. Nimm die Spitzhacke mit. Gutes Erz darf nicht verschimmeln. Wenn du da draußen welches findest, bring es her für ein paar extra Münzen. Der Berg ist voller Abenteurer, die sich verlaufen und den Level abgegeben haben, während sie magische Ausrüstung trugen. Hol dir das gute Zeug und bring es mir. Dann kann ich es als mein Berg ausgeben. Und Meister Tonhammer wird beeindruckt sein und mich befördern. Das bedeutet mehr Verantwortung, die ich dir für kaum mehr Geld aufs Auge drücken kann. Vielleicht. Ja, das macht Sinn. Macht Sinn. Aber ich würde sagen, wir beenden die Folge für heute. Wir haben KOTZ abgeschlossen. Und jetzt einen sehr verzweifelten Claptrap, der unsere Hilfe braucht in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet doch mein Video. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.